Haie haben definitiv ein Imageproblem. Es ist selten, aber sie töten auch Menschen. Aber es ist nicht allgemein bekannt, dass sie weltweit in Schwierigkeiten sind. Die Population einiger Arten verringerte sich um mehr als 90%, dank Überfischung und dem unstillbaren Appetit einiger auf Haifischflossensuppe. Große Tiere wie der Hammerhai, der Weißspitzenhochseehai und der Tigerhai verschwinden zusehends. Es gibt einen Ort auf der Welt, wo sich Haie noch wohlfühlen: die Bahamas. Im kristallklaren Wasser dieser Inselnation werden die Haie sehr gut geschützt. Es ist verboten, sie zu töten. Stuart Coves große Leidenschaft sind Haie. In seinem kleinen Flugzeug erklärt er seinen Einsatz für den Schutz der Tiere rund um die Bahamas. Als erfolgreicher Unternehmer und selbsterklärter Hai-Experte hat er Tausenden von Tauchern diese verkannten Kreaturen näher gebracht. Hai-Tourismus ist sein Geschäft. Und das meistgebuchte Event seiner Kunden ist das Hai-Füttern. Der Kampf um die wenigen Plätze ist hart. Und es ist ein Familienbetrieb. Stuart Coves heranwachsende Kinder, Sascha und Travis, sind beide mit von der Partie. Das Blaue Reich. Durch den dramatischen Anstieg von Attacken und Zwischenfällen während der letzten Jahre konnten Haie ihr Ansehen nicht gerade verbessern. Sie könnten etwas Hilfe bei ihrer öffentlichen Darstellung gebrauchen. Der Bedarf an ihren Flossen, Klauen und ihrem Fleisch steigt jährlich. Doch es gibt ein Land, welches die Haie nicht jagt. Die Hai-Nation. Die Hai-Population ist weltweit in Gefahr. 30% der Hai- und Rochenarten auf der Welt sind gefährdet. Die Nachfrage nach Haiflossen, Lebertran und andere Produkte bringen viele Arten an den Rand der Ausrottung. Die Menschen auf den Bahamas nehmen den Schutz der Haie sehr ernst. Bitte, 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 bitte schützt unsere Haie. 2011 stellte die kleine Nation jede Form des kommerziellen Haifangs und den internationalen Handel mit Haiprodukten unter Strafe. Der asiatische Markt für Haiflossen ist überall auf der Suche. Wo auch immer ein Hai auftaucht, dahin senden sie ihre Boote. Und natürlich weiß jeder von der großen Population der Haie um die Bahamas. Also schicken sie Kundschafter in die Gemeinden, um die Fischer anzusprechen. Hey, wollt ihr bei diesem großen Geschäft mitmachen? Fangt Haie und wir kaufen die Flossen. Es fing klein an, aber sie waren in recht vielen Gemeinden. Wir wussten, dass wir so etwas in unserem Land nicht wollten. Eric Carey ist der Direktor der Bahamas Nationalstiftung, die mit der Erhaltung von Natur und historischen Städten beauftragt ist. Wir hatten nie eine Industrie für den Haifang. Darum waren die Haie auf den Bahamas nicht bedroht. Darum hatten wir immer eine gute Population von Haien. Das Verlangen nach Schutz kam erst mit dem Auftauchen dieser Kundschafter, die den Bestand verringern wollten. Das war das einzige Mal, dass wir unseren Haien mehr Schutz bieten wollten. Einer der vehementesten Verfechter der Haie ist Stuart Cove. Er liebt Haie.
und hat ihnen sehr viel Lebenszeit gewidmet, um die Tiere zu studieren und mit ihnen zu tauchen. Es ist aber zugleich sein Geschäft und der Hai-Tourismus boomt. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 40% der Taucher wegen der Haie auf die Bahamas kommen. Wir unternehmen mit unseren Besuchern ca. 60.000 Exkursionen jedes Jahr. Das ist ein großer ökonomischer Motor und hilft unserer Wirtschaft, den Hotels, den Taxifahrern und den Geschäften. Alle profitieren von dem Hai-Tourismus. Aber das ist nicht das Wichtigste. Ich glaube, die Einwohner erkennen, wie wichtig die Haie für die Gesundheit unserer maritimen Umgebung sind. Die Koordination der vielen Hai-Touristen, die die Bahamas jede Woche besuchen, ist eine logistische Herausforderung. Viele von ihnen kommen von Kreuzfahrtschiffen, die einen kurzen Aufenthalt in Nassau einlegen. Haitauchen ist wohl eher etwas für die abenteuerlichen Typen. Meine Tochter wollte dabei sein, aber wie Sie sehen, ist sie nicht hier. Nun bin ich allein. Sie hat sich heute Morgen abgemeldet. Ich bin mit meiner Familie hier. Es war eine gemeinsame Entscheidung. Es klingt nach Spaß. Ja, definitiv. Es ist eine Herausforderung. Natürlich wollen wir mit den Haien tauchen. Ich freue mich auf meinen ersten Tauchgang. Ich fühle mich wie ein Kind zu Weihnachten. Ich habe schon viele Haie gesehen, aber noch nie so nah, wie Sie es beschreiben. Ich freue mich darauf. Die Männer mit dem Futter sind wie Ritter ausgerüstet. Sie brauchen eine Rüstung zu ihrem Schutz. Man spürt nichts. Es ist ein echtes Messer, kein Spielzeug. Ich bin ziemlich nervös, aber es wird alles gut gehen. Es wird Spaß machen, glaube ich. Ich werde mich konzentrieren und gerade gehen. Das sind Stücke vom Zackenbarsch. Es sind auch ein paar Schnapperfische dabei. Aber der Zackenbarsch ist ihre Hauptnahrung. Ihn mögen die Haie. Ich bin aufgeregt. Ich bin wirklich aufgeregt. Fertig? In Ordnung, los geht's. Ich liebe es, die Leute reinzuschmeißen. Es ist in Ordnung, wenn ich sterbe. Ein großer Schritt. Es braucht nicht lange, bis sich die ehrenwerten Gäste zur Fütterung einfinden. Viele dieser Haie machen das schon seit Jahrzehnten. Es sind alte Profis. Aufgeregter sind da schon die großen Barsche auf der Suche nach einer schnellen Gabe. Die Touristen werden auf den Grund um die Futterstelle versammelt. Das Futter folgt mit den Tauchern in einer Box. Die Haie erschienen zwischen meinem Sohn und mir. Wir saßen so wie jetzt hier und ein Hai tauchte zwischen uns auf. Er schwamm um uns herum und zurück zum Futter. Es war wunderbar. Als ob sie den Taucher mit dem Futter attackieren wollten. Der Tauchgang war phänomenal. Es war eine unglaubliche Erfahrung. Es hat wirklich Spaß gemacht. Einer der besten Tauchgänge, die ich je gemacht habe. Wenn du erstmal dort unten bist, fühlst du dich kaum bedroht. Du darfst nur nicht darüber nachdenken, was du da tust. Das war wirklich verrückt. Zumindest das Verrückteste, was ich je gemacht habe. Mir hat gefallen, wie er ihn unter dem Kinn gekrault hat und er bewegungslos wurde. Er konnte ihn bewegen, drehen und ihn auf die Leute zuschieben. Das war lustig. So etwas habe ich noch nie gesehen und ich dachte nicht, dass es möglich wäre. Haie können bewegungsunfähig gemacht werden, indem man sie umdreht oder ihr sensitives Maul stimuliert. Die Tiere fallen in eine Art von Immobilität, die einer Ohnmacht gleichkommt.
Die Haie sind lange genug bewegungslos, um den Gästen ein näheres Hinsehen zu ermöglichen. Oh, es war großartig. Sie sagten, wir sollen die Haie nicht anfassen, aber wir taten es. Die Haie waren überall. Ich wurde dauernd angestoßen. Ich dachte, es wäre mein Kumpel neben mir, und als ich mich umsah, war es ein 4 Meter langer Hai, der mich schubste. Das war cool. Man kann sicher sagen, dass dies die größte Haitaucherveranstaltung der Welt ist. Wir haben große Fortschritte in der Haipopulation gemacht. Nicht nur auf den Bahamas, sondern auch auf der ganzen Welt. Die Bahamas haben das Leinenfischen 1993 wegen dem Leiden der Tiere verboten. Das ganze Land verwandelt sich seitdem in einen Haipark. Es ist verboten, sie zu töten. Auch der Export irgendwelcher Haiprodukte ist verboten. Das spricht sich in der ganzen Welt herum. Es war unglaublich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich hatte eine gute Zeit. Großartig. Klasse. Die Familie hat überlebt. Sie kommen auf dich zu und in letzter Sekunde drehen sie ab. Aber man gewöhnt sich dran. Das war wirklich außergewöhnlich. Ich wurde mit dem Schwanz an dem Kopf getroffen. Die sind so nahe. Du willst sie am liebsten berühren, aber dann bekommst du Angst und lässt es lieber. Nein, ich liebe meinen Arm. Das können wir jetzt von der Liste streichen. Es war toll. Eines der coolsten Dinge, die ich je gemacht habe. Applaus für den mutigen Fütterer Rudy. Das war wirklich cool. Sehr cool. Stuart Coves Kinder, Travis und seine jüngere Schwester Sascha, sind schon früh mitgetaucht und füttern seit Jahren Haie. Das habe ich das erste Mal getragen. Es entwickelte sich ein wenig Rivalität unter den Geschwistern, weil Travis als jüngster Haifütterer bekannt wurde. Es dauerte nicht lange, bevor die 9 Jahre alte Sascha beschloss, ihren Bruder zu übertreffen. Was machst du heute? Ich breche den Rekord von meinem Bruder. Und welchen? Jüngster Haifütterer. Ich habe schon mit Haien getaucht, als ich noch sehr klein war, weil ich mit dem Geschäft meiner Eltern aufgewachsen bin. Ich verbrachte die meiste Zeit im Wasser, entweder schwimmend oder mit den Haien schnorcheln. Was fühlst du jetzt? Aufgeregt und glücklich. Welche sind meine? Mein Bruder war der jüngste Haifütterer der Welt. Er hat es mir immer wieder auf die Nase gebunden. Er war der jüngste und ich hatte sie noch nie gefüttert. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und an meinem 10. Geburtstag kam ich an einem Mittwoch früh aus der Schule, tauchte herunter und fütterte sie. Ich hatte solche Angst. Meine Kinder fingen früh mit dem Tauchen an. Sie schnorchelten mit Haien und mit 8 Jahren tauchten sie mit ihnen. Meine Kinder standen immer im Wettbewerb und als Sascha 10 war, wollte sie der jüngste Haifütterer der Welt sein. Also holten wir sie eines frühen Morgens und ließen sie die Haie füttern. Und nach dem heutigen Stand ist sie die jüngste der Welt. Eine von Sascha Coves Freundinnen aus der Schule in Kanada ist auch eine erfahrene Taucherin. Die Tochter des Filmemachers Danny Morrow, Samantha, wurde mit 14 schon der Unterwasserwelt vorgestellt. Mein Vater hat mir schon im Hochstuhl seine Haidokumente gezeigt und brachte mir bei, das Wasser, das Meer und alle Tiere darin zu lieben. Ich muss zugeben, dass Sam ein Adrenalin-Junkie war. Sie kletterte auf Bäume, machte Salz auf dem Trampolin. Sie scheute keine Gefahr. Ich filme schon seit 20 Jahren Haie und daher hat sie wohl die Begeisterung für sie. Und ich denke, sie wollte den nächsten Schritt tun. Und der nächste Schritt heißt, den Haianzug anziehen und mit ihnen tauchen und versuchen, sie zu füttern. Nachdem sie die Geschichten über Sascha und ihre haibesessene Familie gehört hatte, gaben sich die Mädchen ein Versprechen. Es war nur eine Frage der Zeit, bevor Sam entschied, dass sie das Füttern von Haien ausprobieren musste. Thank you.
Hier ist eine. Um den Haien etwas näher zu kommen, bevor man sie füttert, schlägt Sascha erst einmal eine sanftere Gangart vor. In dem berühmten Atlantis Resort können Gäste hautnah karibische Riffhaie und Ammenhaie erleben. Als erstes möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Santiba. Ich bin einer der Instruktoren. Ich werde euch den Ablauf erklären, damit ihr wisst, was genau in diesem Becken abläuft. Wir haben 22 Haie in diesem Becken. Sie sind nicht aggressiv, also nichts, vor dem man Angst haben muss. Es sind karibische Riffhaie. Es muss eine grenzenlose Faszination von Haien ausgehen, speziell für Kinder. Vielleicht haben sie noch keine so tief sitzenden Ängste wie Erwachsene. Die meisten von ihnen haben noch nie etwas Derartiges gesehen. Okay, Mädels, das war's mit dem Ablauf. Seid ihr bereit für einen Tauchgang mit den Haien? Na dann los! Sam, das wird ein Spaziergang gegenüber dem, was wir morgen machen. Wir schlüpfen in den Anzug und füttern sie. So wie die Taucher atmen die Gäste auch hier komprimierte Luft. Aber anstatt Regulatoren zu nutzen, geschieht hier alles automatisch. Die großen Glasflächen ermöglichen einen uneingeschränkten Blick auf die Haie. Am Maya-Tempel können Besucher auch auf einer Rutsche durch die Attraktionen schlittern oder langsam auf einem Fluss treiben, der von Haien umgeben ist. Wie war's? Das war gut. Wie war euer Tauchgang, Mädels? Super, eine ganz andere Erfahrung als Tauchen. Es war wirklich nett mit dem Helm. Ja, morgen ziehen wir den Schutzanzug an und machen das wirkliche Abenteuer. Ich bin aufgeregt. Großartig. Einer der meistgefragtesten Jobs in der Tauchindustrie und speziell hier bei Stewart Coves ist der Haifütterer. Es ist nicht besonders gefährlich, aber es ist sehr aufregend. Man kommt den Haien sehr nah. Und ich denke, wir sind stolz darauf, dass wir Frauen in diesem Job haben. Es ist eigentlich ein Macho-Ding. Du gehst da runter, fütterst ca. 40 Haie auf einmal und wirst verprügelt. Es ist wie beim American Football. Das ist für Frauen etwas ganz Besonderes. Ich hatte einen Job in England, den ich hasste. Und ich konnte tauchen. Ich beschloss, es zum Beruf zu machen. Traf Stewart Cove online, habe eine Bewerbung geschickt und hier bin ich. Wenn du eine Weile hier bist, bekommst du die Chance, Haie zu füttern. Und wenn man Haie füttert, werden die Hände ein wenig schmutzig. Wir schneiden die Stücke schön klein, so etwa auf Handgröße. Der Grund dafür ist, dass Haie jeder Größe sie aufnehmen können, ohne dass etwas herunterfällt. Wir wollen nicht, dass Köder herumfliegen. Und da wir Kunden dabei haben, wollen wir sicher sein, dass sie die Stücke im Ganzen verschlucken. Wir füttern nur kleine Mengen. Nur ein paar einzelne Haie werden gefüttert. Und es sind nur 4 bis 5 Stücke bei 40 Haien. Sie bekommen nur 1% dessen, was sie normalerweise verspeisen. Es ist nur eine kleine Aufmerksamkeit. Wir belohnen sie für ihre sanfte Art, wenn sie um uns herum sind. Das ist nicht der glamouröse Teil des Jobs. Wenn du nach Hause kommst, stinkst du nach Fisch und Sägemehl. Nicht sehr nett, aber man gewöhnt sich daran. An einem heißen Tag kann es hier ganz schön stinken. Bevor es mit dem Haifüttern losgeht, begleiten Sascha Cove und Samantha Morrow Charlotte Faulkner bei einem planmäßigen Tauchgang. Hi, ich bin Sascha. Hi, Sascha, nett dich zu sehen. Ich bin Charlotte. Hi, ich bin Sam. Nett dich zu sehen, Sam. Ich bin Charlotte. Bist du aufgeregt? Ja, sehr. Es ist mein erster Hai-Tauchgang. Na gut, Mädels, habt ihr eure Sachen zusammen? Alles auf dem Boot? Dann los. Wir springen auf der Seite rein.
Jeder Haifütterer bei Stewart Cove muss einen Schutzanzug aus Ketten tragen. Dieser Kettenanzug ist aus Titanium. Er ist handgemacht und sehr teuer. Jede Kette ist mit der Hand verwoben. Und wenn die Zähne mal zubeißen, schützt er uns. Ja, das kann schon mal vorkommen. Genaue Unterweisungen sind ebenso Bestandteil dieser Aufgabe. Es gibt einige Regeln auf dem Tauchgang. Keine Handbewegung. Es ist wirklich wichtig, dass wir die Hände nicht bewegen. Unsere Hände sind entweder an der Reling gekreuzt oder sie halten die Kamera. Nur so werden wir uns verhalten, okay? Wenn wir alle wieder sicher an Bord sind, komme ich mit hoffentlich allen Fingern zurück. Ich habe nur diese. Aber es ist immer wieder unterschiedlich. Die Haie verhalten sich auch jedes Mal anders. Da lernt man immer etwas dazu. Die Kinder und die anderen Gäste begeben sich auf ihre Plätze, bevor es losgeht. Es ist Showtime. Das Wrack der Ray of Hope ist die ideale Bühne für einen Tauchgang wie diesen. Es ist ein relativ kleiner, kompakter Ort, an dem die Taucher an der Deckreling verharren können. Nahe genug am Geschehen und doch weit genug weg, um die Fütterung sicher zu beobachten. Wir versuchen, sie dezent zu füttern. Dezent, weil keine Aggression zwischen Mensch und Tier entstehen soll. Das Futter ist nur eine kleine Anerkennung für das sanfte Verhalten uns gegenüber. Und wir versuchen, die Haie während der ganzen Prozedur in dieser sanften Stimmung zu halten. Haie sind so majestätische Tiere. Sie leben da draußen und sind so stark, anmutig und schön. Sie können auch Schaden anrichten, wenn sie wirklich wollen. Aber sie tun es nicht und haben so ein schlechtes Ansehen. Ich habe ein starkes Gefühl für Haie. Sie sind bei weitem meine Lieblingstiere. Unser Tauchgang kann die Meinungen von negativ zu positiv verändern. Manchmal schon an einem einzigen Nachmittag. Sie kommen hoch und haben die Liebe für die Haie gefunden. Es ist eine positive Nachricht, die wir verbreiten. Die Bahamas sind wirklich der Himmel für Haie. Woo! Ein weiterer Tag im Büro! Ich war gerade unten und habe die Haie gesehen. Großartig! Cool. Sam, wie war es? Oh, es war unglaublich. Ich dachte nicht, dass es so nah ist. Das ist der erste Schritt auf der Reling. Kommst du zurück, um sie zu füttern? Was meinst du? Ich bin so aufgeregt. Es wird einzigartig. Ach, das macht man einmal im Leben. Nach der Atlantik-Hai-Erfahrung und einer spannenden Demonstration des Hai-Fütterns sind die beiden 14-jährigen Mädchen bereit für etwas mehr Aufregung. Das ist dein großer Tag. Letzte Chance für die Absage. Das ist das erste Mal. Ich bin nur etwas nervös. Bist du sicher? Letzte Chance. Das ist leicht außerhalb der Komfortzone. Die australische Taucherin Terry Harrison wurde geholt, um den Mädchen mit der Ausrüstung zu helfen und für Sicherheit zu sorgen. Der ältere Bruder Travis schließt sich auch zur Sicherheit an. Meine Kinder sind neben dem Tauchschirm aufgewachsen und nachdem sie laufen konnten, lernten sie Haie kennen. Sie haben keine Angst vor den Haien. Es ist wichtig, dass die Kinder rausgehen und mit Haien interagieren. Wenn sie keine Angst vor Haien haben und wissen, dass Haie keine unerbittlichen Killer sind, so wie die Medien es die letzten Jahrzehnte verbreitet haben, dann können sie die sanfte Art genießen und müssen keine Angst haben, gefressen zu werden. Heute wird etwas Spezielles passieren. Wir haben zwei junge, mutige Mädels dabei. Sie sind erst 14 Jahre alt. Und wenn ich diese Möglichkeit gehabt hätte, wäre ich sofort dabei gewesen. Es ist wie Fußballspielen, mit dem Unterschied, dass der Gegner größere Zähne hat und böse werden könnte. Was du nicht sagst.
Wenn dich einer in den Arm oder so beißt, bin ich da und halte ihn mit allen meinen Möglichkeiten zurück. Aber halte die Arme schön zusammen. Die Haie sind Lumpensammler und wenn jemand kämpfen will, sagen sie, ich mache nicht mit und sie verschwinden. Aber nicht vergessen, wir tragen einen Kettenanzug. Die Idee dahinter ist, dass wenn der Hai zubeißt, ziehen sich die kleinen Maschen zusammen und beschützen unsere Haut vor den Zähnen. Meistens funktioniert es. Wenn ein Hai deinen Arm anspringt und seine Zähne sitzen fest, gerät er in Panik. Wenn das passiert, zieht der Hai sich raus und die Zähne bleiben stecken. Daran sollten wir denken. Freust du dich? Ja, willst du es enger? Samantha und Sascha sind ein wenig kleiner als normale Haifütterer. Und so mussten einige Änderungen an ihren Schutzanzügen gemacht werden. Wir tapen die Hand, damit die Ketten nicht abfallen. Sie hat wirklich kleine Hände. Tu die Handschuhe darunter, damit die Ketten nicht scheuern. Das Band wird die Ketten halten. Hoffentlich. Auch Stuart muss den Anzug tragen. Ich werde nicht gebissen, aber ich könnte ertrinken mit diesem Kram an. Das ist so schwer. Ich bin eigentlich kein Macho. Ich brauche sowas nicht. Ich lache über Haizähne. Spätestens wenn dir einer in die Wade beißt, vergeht dir das Lachen. Wir könnten den künftigen Haifütterer sehen. Du kommst sicher zurück. Perfekt. Die Finger? Wunderbar. Das ist mein Speer. Er sieht eigentlich aus wie ein Schwert, das mich beschützt. Sehr schön. Ersticht mich damit nicht, Sascha. Gleich hinter uns ist das Wrack der Ray of Hope. Wir werden mit der Futterbox darunter gehen. Ich bringe sie auf den Grund und dann werdet ihr ein wenig davon verfüttern. Ihr werdet ein Stück Fisch aufspießen und wir halten es hoch. Wir halten es nicht so, dass der Hai von unten kommt und es aufspießt. Wir halten ihn zur Seite. Der Hai könnte in deine Hand beißen, aber seine Zähne sind klein genug, um in die Ketten deines Anzugs hängen zu bleiben. Du darfst da nicht locker lassen, weil sie zerren und schütteln werden und das kann eventuell Schaden anrichten. Wenn du festhältst, lässt er eventuell los. Terry geht mit euch runter und findet einen guten Platz auf dem Wrack, wo ihr vielleicht Schutz hinter euch habt. Dann bringe ich das Futter runter. Ich hoffe, das passt gut. Okay, Sam, es gibt keinen Weg zurück. Bist du fertig? Ich bin definitiv nicht fertig. Schade, schade. Springen wir rein. Dad, hast du Mama eigentlich gesagt, was ich hier mache? Hey, Travis, bist du fertig? Alles klar, Dad, es kann losgehen. Stuart Cove bereitet schnell die Fütterung vor. Nach einer kurzen Demonstration erhält Sascha die Ehre. Schon nach kurzer Zeit kommt Bewegung auf, jede Menge. Nach spannenden Momenten ist Samantha an der Reihe. War da unten traumhaft. Sie macht das so natürlich. Sie hat nicht zusammengezuckt.
Es läuft gut für die neue Heldin, bis sie in die Hand gebissen wird. Zum Glück schützt sie die Ausrüstung vor einer Verletzung. Es war so krass. Meine erste Fütterung. Es war eine gruselige Erfahrung. Aber ich bin so froh, dass ich sie gemacht habe. Einige dieser Haie wurden versehentlich von Fischern gefangen. Sie haben teilweise noch die Haken im Maul. Nur mit einer künstlichen Ohnmacht kann man sie entfernen. Während dieser Phase müssen Travis und Stuart schnell sein. Das war verrückt. Die Kinder waren fantastisch. Da waren so viele Haie unten. Es war jede Menge Energie da unten. Es war wirklich cool. Es war zum Fürchten. Aber es hat Spaß gemacht. Sam, du warst fantastisch. Er hat doch nicht so hart gebissen. Ja, aber einer hat mich gebissen. Das sind die Zähne von dem Hai, Sam. Diese Situation war ziemlich unnormal. Man kann die Zahnabdrücke hier an der Kette noch sehen. Als der Hai zubiss, ist der kleine Zahn stecken geblieben. Und nun hat Sam ein Souvenir und eine coole Geschichte. Ja, sicher. Das zeige ich zu Hause meinen Freunden. Wir können ein paar coole Geschichten in der Schule erzählen. Die Mädels waren großartig. Wir haben heute den Nachwuchs gesehen. Stuart, was willst du mit den beiden Kaffee? Es ist früh am Morgen und ich möchte wach sein, wenn ich fliege. Heute fliegen wir mit der Baron. Wir fliegen zu den Grand Bahama in Freeport und nehmen dort ein spezielles Boot. Wir werden 25 Meilen zu einem Ort fahren, wo es Tigerhaie gibt. Jim, bist du fertig zum Flug nach Tiger Beach? Auf zu den Tigern. Okay, lass uns die großen Haie anschauen. Wir nehmen das kleine Flugzeug hier. Das könnte gefährlicher sein, als mit den großen Haien zu tauchen. Weil sich die Bahamas über ein immenses Gebiet ausbreiten, ist das Flugzeug die beste Reisemöglichkeit. Viele der Inseln haben kurze Landebahnen für kleine Flugzeuge. Ich bekam Interesse an den Haien, nachdem ich an ein paar Bond-Filmen gearbeitet habe, in denen wir mit den Tigerhaien rangeln und Taucherfahrungen gesammelt haben. Das war in New Providence. Ich fand das so aufregend, dass ich mich für den Schutz von verschiedenen Spezies engagiert habe und auf den Bahamas die gesunde Population der Haie sah. Von Grand Bahama ist es immer noch eine lange Reise bis Tiger Beach, auch mit einem schnellen Boot. Was wir von den Tigerhaien gelernt haben, ist, dass sie Allesfresser sind. Wir müssen sehr gut aufpassen, wenn die Tiger um uns herum sind. Wenn sie herumschwimmen und so nahe kommen, kann man sie wegschubsen. Aber ich glaube, dass wenn sie etwas riechen, kann man ein Problem bekommen. Okay, Jungs, seid ihr fertig? Lass uns loslegen. Mein Vater war ein begeisterter Taucher, als ich noch in die Hose gemacht habe. Sein bester Freund hatte in Nassau einen Tauchshop. Und sie brachten mir das Tauchen bei, als ich 5 war. Als junger Mann habe ich im Urlaub auf ihrem Tauchboot ausgeholfen, Dinge geholt, den Gästen die Schwimmflossen gebracht. Dafür konnte ich mittauchen. Als junger Teenager haben wir Touristen und Freunden das Tauchen beigebracht. Mit 18 war ich also ein erfahrener Tauchlehrer. Das nennen wir Bahama Blau, das schönste Wasser der Welt. Wir haben schon einen Zitronenhai. Hier ist etwas frisch gefangene Makrele. Damit locken wir sie an. Wir haben hier einen gut 3 Meter langen Zitronenhai. Manchmal sind bis zu 40 dieser Tiere da. Heute sollten wir sehr aufpassen. Tigerhaie gehören zu den besten Jägern, ähnlich wie weiße Haie.
Die Hauptbeute der Tiger sind Schildkröten und man kann sehen, wie sie sich an die Schildkröten anschleichen. Dann beißen sie ihre Flossen ab und versuchen, unter sie zu kommen. Ich nehme an, das versuchen sie auch mit uns Tauchern. Sie kommen von hinten an und pirschen sich an. Wir müssen uns den Rücken frei halten. Ich werde nicht jünger, aber das Tauchen mit den Haien ist das Beste, was ich tun kann. Es wird nie langweilig. Die Tigerhai-Erfahrung war spektakulär. Das Wasser war ruhig. Als wir an den Tauchplatz kamen, waren sofort zwei Zitronenhaie da. Stu stellte die Box auf den Boden und legte sanft den Köder ins Wasser. Ein Tigerhai-Weibchen kam vorbei und danach kommen noch ein paar Zitronenhaie. Und ich dachte, das ist ja sehr leicht. Nach 10 Minuten hatten wir einen großen Tigerhai und wir begannen mit den Haien zu interagieren. Als wir im Wasser mit den Tiger- und Zitronenhaien waren, lockten wir sie mit der Futterbox an. Wir nahmen etwas aus der Box und fütterten sie damit. Es ist sehr umstritten, aber du bekommst nicht diese Art von Interaktion und nahen Begegnungen, ohne sie mit dem Köder zu füttern. Wir kamen ihnen so nahe, dass wir sie anfassen und streicheln konnten, und sie schienen es zu genießen. Und plötzlich zwei Tiger, drei Tiger, vier Tiger und 20 bis 50 Zitronenhaie. Ich dachte, Jesus, es sieht wirklich gut aus. Und dann kamen sie einen halben Meter vom Grund entfernt. Ich dachte, schwimmen die zu meinen Füßen? Ich hielt die Kamera direkt in ihre Gesichter, folgte ihnen. Und dann kreuzten sie sich vor meinen Füßen. Ich dachte, das ist okay, oder Stu? Oh ja, großartig, Jim, mach weiter. Du machst das gut. Es ging vom kontrollierten Filmen über zu total unkontrolliertem Filmen. Du versuchst einen Tigerhai zu beobachten und da ist einer hier und einer dort. Und mit einem Mal kommt einer von hinten durch deine Beine. Fantastisch, fantastisch. Als Einzelgänger und nachtaktive Jäger sind Tigerhaie nur die zweiten hinter den weißen Haien in der Agenda der Angriffe auf Menschen. Sie schleichen sich an die Küste und begegnen dort oft Menschen, Surfern und Schwimmern zum Beispiel. Während der weiße Hai auf Robben und Seelöwen spezialisiert ist, frisst der Tigerhai fast alles, auch uns. Stuart Cove hat ein großes Wissen über Haie und hat keine Angst, sie zu füttern. Aber Futter an bis zu 4 Meter lange Tigerhaie ohne Schutzkäfig zu verteilen, ist für einige zu extrem. Diese Tiere sind die Anwesenheit von Tauchern und das Füttern gewohnt. Aber die Nahrung, die sie hier erhalten, ist nur ein Bruchteil ihres täglichen Bedarfs. Es ist wie das Leckerli für große Hunde, Hunde, die dich in Stücke reißen könnten. Das war unglaublich. Ich habe hier schon jahrelang getaucht, aber das war für mich das Beste. Das war ein toller Tauchgang. Ich habe keine Aggression da unten gesehen. Du berührst sie und bewegst sie ein bisschen wie große Hunde und sie drücken dagegen und kommen für das Futter hoch. Was sie am Schluss aufgebracht hat, war ein großes Stück Makrele, das sehr blutig war. Ich holte es raus und versuchte es dem Tigerhai zu geben, aber der Zitronenhai holte es sich. Ich nahm es ihm ab und schüttelte es und das Blut war überall und nun änderte sich alles. All die Zitronenhaie sind ihm nach. Die Tigerhaie machten so eine Art Drohgebärde. An diesem Punkt fühlte ich mich ein bisschen unwohl, aber die meiste Zeit bei diesem Tauchgang mit all den Haien um mich herum
um meine Füße und um meine Beine. Ich hatte keinen Schutz an meinen Händen, kein Kettenhemd am Körper, aber ich wähnte mich zu keiner Zeit in Gefahr. Wow, ich liebe meinen Job. Für einen Fisch mit einer so bösen Reputation machen die Haie auf den Bahamas einen entwaffnenden ersten Eindruck. Sie sind nicht gerade süß oder kuschelig, aber sie leben hier ihr Leben. So wie andere Jäger, wenn man sie nicht stört. Wir sind nicht auf ihrer Speisekarte und sie sehen uns wie andere Fische am Riff. Die Touristen machen fast die Hälfte des Bruttosozialprodukts der Bahamas aus. Und Tauchen ist eine Multimillionen-Dollar-Industrie, an denen die Haie ihren Anteil haben. Es ist klar, dass ein lebender Hai hier viel mehr wert ist als ein toter. Die Bahamas sind eins von fünf Ländern, das kommerziellen Haifang verboten hat. Multinationale Flotten sind hier nicht willkommen. Es war wirklich eine große Sache, dass sich ein kleines Land wie die Bahamas mit anderen kleinen Ländern zusammentat und gegen die Großen beschloss, dass etwas zu tun sei. Wir sind sehr optimistisch, dass wir in der Lage sind, die großen Länder zu beeinflussen und sie zu überzeugen, warum es wichtig ist, Haie zu schützen. Ich glaube an eine gute Zukunft und als kleines Land sind wir stolz, dass wir über den Tellerrand geschaut haben. Wir salutieren der Regierung. Wissen Sie, hier auf den Bahamas sind wir die führenden Haischützer. Wir realisieren, wie wertvoll ein Hai ist und das nicht nur wirtschaftlich, sondern auch für die Umwelt. Und hoffentlich haben andere Länder realisiert, dass ein lebender Hai ihre Gewässer gesund hält und ihre Fischpopulation stark macht. Ein toter Hai kann nichts Gutes bewirken. Er ist nur für einmal für etwas gut. Ich bin stolz, auf den Bahamas zu leben und ich bin stolz auf unser Land und die Tatsache, dass sie sich für den Schutz von Haien einsetzen. Es ist bewiesen, dass ein einziger lebender Hai mehr als 200.000 Dollar in touristischer Hinsicht wert ist. Der ökologische Wert ist unschätzbar. Studien auf den Bahamas und in der Karibik haben bewiesen, dass Haie eine Schlüsselposition einnehmen. Ihre Ausrottung kann Korallenriffe zerstören. Ihre Rolle in der Nahrungskette ist entscheidend. Wenn die Haie weg sind, dann geht auch ein reiches Ökosystem verloren. Eines, das die Einwohner ernährt und Besucher wiederkommen lässt. Ich bin damit gesegnet, hier in all diesem gesunden marinen Umfeld aufgewachsen zu sein. So viele Haie. Der Weißspitzenriffhai, der Hammerhai, Riffhaie und Tigerhaie. Und ich hoffe, dass sie auch noch für meine Enkel da sind, für meine Urenkel und viele Generationen weiter. Und dass sie diese wundervollen Ressourcen genießen können. Ich bin sehr optimistisch, dass viele der bedrohten Arten in die Lage kommen werden, sich zu regenerieren. Und dass die Menschen verstehen werden, wie wichtig es ist, im Einklang mit diesen wundervollen Kreaturen zu leben, die unsere Gewässer bewohnen.